Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Jutze und wir spielen diesmal Brawl Stars. Ich habe nämlich gedacht, dass ich mal ein paar mehr Spiele spiele und zwar alle so ein bisschen anteste in 3 oder 5 Folgen. Und habe mir gedacht, weil Brawl Stars so, weiß ich nicht, gehypt wird, kann ich jetzt auch einfach mal in Angriff nehmen und deswegen, ja, stehe ich hier. Ich habe die App geöffnet, beziehungsweise das Spiel geöffnet und schon werde ich hier erstmal reingeschmissen mit Steuerungstutorial und soweit alles. Ja, und dann schauen wir mal, was hier passiert. Ich denke mal, die erste Folge wird erstmal nur sein Tutorial. Also lernen, wie man überhaupt spielt. Ja, hi, ich bin Shelly. Sammeln wir alle diese Juwelen. Bewege den blauen Sollstick mit deinem linken Daumen, damit ich loslaufe. Alles klar. Achso, wir steuern die Shelly. Gut, alles klar, machen wir. So. Na gut. Sehr schnell ist sie nicht. Ich weiß nicht, ob es Standard ist, dass man so langsam hier rumrennt. Und, aber wir sammeln die Juwelen ein, so wie sie gesagt hat. Holen wir jetzt unsere... Gut gemacht. Alles klar, gut. Mehr sollte man gar nicht machen. Okay. So, Robo-Ziele halten den roten Joystick. Achso. Robo-Ziele. Ausrufezeichen. So, ich sollte Satzzeichen beachten. Halte den roten Joystick mit dem rechten Daumen gedrückt und bewege ihn... um zu zielen. Lass ihn los, um zu schießen. Zerstöre die Robos. Alles klar, machen wir. So. Habe ich? Okay. Interessant. Weiß ich nicht, ich habe so das Spiel, Brawl Stars, habe ich halt schon öfter mal irgendwo gesehen. Wenn man halt so andere Kanäle so durchsucht und so. Oder sich ansieht, halt andere Videos. Von Gleichgesinnten kann man so sagen, weil ist ja ein Mobile Game, ich mache ja auch Mobile Games. Ja, und da habe ich das halt öfter auch schon mal gesehen. Achso, tippe den roten Joystick, um auf Gegner zu schießen oder den nächsten Ziel. Ach so, okay. Ach, macht der dann automatisch, ja? Oder sie, ist ja eine sie. Macht die dann automatisch. Der am nächsten ist, der wird direkt erschossen. Ich kann aber auch zielen und schießen. Ja, ich hab's geschnallt, ich hab's geschnallt. Gut, gut gemacht. Triffst du Gegner, lädst du damit ein Super Skill. Oh, tut mir leid. Super Skill. Das ist mein Super Skill. Nutze jetzt den Super Skill, um den Boss hinter der Wand zu erledigen. Halte den gelben Joystick gedrückt und bewege ihn zum Zielen. Lass ihn los, um zu schießen. Alles klar, wie bei dem roten. Machen wir also so. Zack. So haben wir denn also die Wand gleich mit weggejagt. Du bist ein Naturtalent. Na klar. Ist ja wohl einfach, oder was? Wir sehen, was die alle haben. Okay, 100%. Ich hoffe, wir haben keine Werbung hier drin. Wir sollen jetzt erstmal unseren Namen eingeben. Genau das machen wir nämlich jetzt auch. Wie lautet dein Name? Ich denke mal, Jutze ist okay. Deswegen drücke ich auf okay. Spiele ein Trainingsspiel, um den Rest des Spiels freizuschalten. Okay. Ein Trainingsspiel. Machen wir. Spiel. Ich habe jetzt gedacht, hier wird dick mit Werbung angezeigt oder so, aber so wie es aussieht ja gar nicht. Trainingsspiel bedeutet bestimmt, also Sammeljuwelen, okay, in der Mitte, kann ich da durchlaufen? Nice. Muss ich den wieder aufladen? Ach so. Muss ich gar nicht. Ja, ich denke mal, das sind NPCs jetzt hier und keine richtigen Spieler. Ne, das ist ein Freund. Guck mal, ich habe 2 Kumpels, Teammates und 3 sind nicht so wie ich das mitgekriegt habe. Geh mal auf Abstand. Ich hoffe, das ist okay. Soll ich die nicht einsammeln? Blaues Team, Counter. Bestimmt stelle ich mich an wie der Dümmste. Oder wie der, weiß ich nicht, der Letzte. Oder der Erste. Keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, ich kriege jetzt noch nicht so auf der Reihe. Weil man sich so langsam bewegt irgendwie. Man kann nicht ausweichen oder sonst was. Man kann immer bloß ja langsam dahin gehen.
gemütlich und dann einfach losballern. Hinterher, kriegen wir. Ach, man kann sich verstecken in dem Gebüsch, ne? Okay. Ich hoffe, ich renne einfach mal hinterher, weißt du? Damit ich wenigstens einen Kill kriege. Niederlage. Und das im ersten Spiel, ja? Na gut. Sogar gegen Bots verloren. Wahrscheinlich ist das Spiel einfach nichts für mich. Oder ich muss mich da ein bisschen reinfuchsen. Verlassen. Okay. Let's do this. Soll ich nochmal? Okay. Kriegen wir hin. 3 gegen 3. Wir starten die ganze Sache nochmal. Diesmal, denke ich mal, bin ich schlauer. Alles klar, ich nehme die linke Flanke und, muss man... Nee, man muss nur die Juwelen sammeln, ne? Okay. Soweit ich weiß, muss man wirklich nur Juwelen sammeln. Und eigentlich nicht die Gegner auseinandernehmen, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Aua, aua, aua. Aber jetzt habe ich sie besser drauf. Obwohl, regeneriert man hier sein Leben wieder? Ich hoffe. Ja, so wie das aussieht schon. Aua. Ach, ich lebe noch. Nice. Ich dachte, jetzt bin ich schon wieder weg. Ich werde verfolgt. Hilfe. So, kriegen wir aber trotzdem noch rein. Und die einsammeln. Sehr schön. Jetzt habe ich 6. Ich hoffe, ich liege in Führung. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ich nehme sie alle auseinander. Alter, was geht hier ab? Aua, aua, aua. Ah ne, da oben. Ups. Manchmal habe ich die Übersicht verloren und weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Aber grün bin ich. Naja, kann passieren. So, da haben wir noch ein Juwel, den sammeln wir natürlich. Ey, das wäre mein 10. gewesen, was soll das denn? Hat diesmal aber gewonnen, sehr schön. Jetzt geht's nämlich weiter. Ja, verlassen. Sehr gut. Wichtige Mail, kostet mit Bierbar durch App-Köpfe und Fortschritte beschleunigt. Diese ganz gute Einstellung erwähnt wird. Okay, bitte. Okay. So, wir machen aber trotzdem einfach weiter. Tippen Sie hier, um Match zu starten. Kriegen wir hin, spielen. Und dann haben wir wieder das nächste Match, so wie das aussieht. Also, ja, keine Ahnung, ob man sich irgendwie hier skillt oder so. Weil bis jetzt habe ich noch keinen Skilltree gesehen. Deswegen. Aber es ist irgendwie dieselbe Map. Gibt es hier andere Maps auch noch? Hoffentlich. Aua! So. Let's do this. Weiter geht's. Dann ab in die Mitte. Da sind die Gegner oder sollten sein. So. Aua! So. Ja, sieht nicht so gut aus. Wahrscheinlich sind das jetzt richtige Spieler. Ich bin mir nicht sicher, aber so wie das aussieht, ja. Haben die richtigen Namen? Ja, na klar, haben die richtigen Namen. Es sind nicht nur Bots diesmal. Die wissen 100 Pro, was zu machen, deswegen. Nee, soweit bin ich noch nicht. Ups. So.
Oh Mann. Roll vorbei, alles klar. Wir haben aber gewonnen. Also wie es aussieht, bin ich nicht derjenige, der dafür gesorgt hat, oder? Nee. Alles klar. Starspieler ist der Thomas 753. Keine Ahnung. Aber wir haben erstmal gewonnen. Das ist sehr geil. Dann verlassen wir die ganze Sache wieder. Warum eigentlich verlassen? Wir verlassen ja das Spiel nicht. So, wir haben 8 Trophäen, so wie es aussieht. Und ja, das ist wohl das Menü. Du hast eine Trophäenfahrtbelohnung verdient. Tippe hier, um sie dir zu holen. Machen wir, na klar. So, Trophäenfahrt. Erhöht deine Einfordern. Eine Brawlbox. Okay. Münzen. 15. Was kann ich machen? Was kaufen wahrscheinlich. Brawl-Punkte. 22. Sehr gut. Okay, dann gehe ich hier oben auf zurück. Was haben wir hier noch? Brawlen. Da kann ich halt den nächsten Kampf bestreiten, so wie es aussieht. Upgraden. Guck mal, hier haben wir... Wir können upgraden. Und zwar für 20 Münzen. Wir haben ja einige bekommen. Da können wir dann Angriff und Super Skill. 15%, nee, plus 15 Schaden. So. Ich wollte gerade Prozent sagen, aber hier ist gar nicht ein Prozent angegeben. Trefferpunkte haben wir 180 plus und Schaden. Bei dem Super Skill haben wir auch nochmal 16. Sehr schön. Dann machen wir das einfach mal. Weil wenn wir das als Tutorial kriegen, dann machen wir das natürlich. So, dann gehen wir einmal zurück und dann ja, nochmal zurück. Da unten steht Spielen, testen wir das Upgrade nun im nächsten Match. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen stärker, ich bin mir nicht sicher. Aber sollte eigentlich so sein, glaube ich. Juwelen gemacht. Roll. Let's go. Ich gehe wieder links. Linke Flanke und, ach nee, ich muss eigentlich in die Mitte. Den ersten, der Kristall, Diamant, wie auch immer. Aua, aua, aua. Jetzt kommt er langsam gefährlich nah. Scheiße. So. Am liebsten würde ich eher auf Abstand, weil im Prinzip hat man Schusswaffen in der Hand. Und die sollten eigentlich... Ja, die sollten eigentlich aus der Ferne abgeschossen werden. Eigentlich sind keine Nahkampfwaffen, oder? Sonst hört man ja ein Schwert oder sonst was in der Hand. Aber vielleicht sehe ich das Spiel einfach falsch. Kann auch sein. Den will ich haben. Oh nein, ich wollte den haben, Alter, du Ekelhafter. Man kann einfach nicht weglaufen. Also, ich sag mal so, wenn man wenig Leben hat, dann kann man einfach nicht weglaufen. Was soll das? So, dann wollen wir nochmal dahin. So, da haben wir es. Komm schon. Au, hä? Countdown. Sehr schön. Ist jetzt unentschieden oder was? Also, ich weiß es jetzt nicht. Komm mal. Stehen hier irgendwo Punkte? Wir sammeln noch den Kristall ein da. Haben wir noch gekriegt? Nice. Dann haben wir wenigstens einen. Haben wir den auch noch gekriegt? Ist ja krass. War nicht gerade noch ein Counter? Achso, da ist der neue. Hä? Ich dachte eben gerade war ein Spiel-Counter und habe ich jetzt irgendwas verpasst oder so? Das ist seltsam. Naja. So. Hauptsache, wir haben alle denselben Skin. Auch gut. Weiter. Diesmal weiter, ja. Sieg.
verlassen. Was haben wir hier? Brawl Pass. Haben wir hier auch irgendwas? Eine Box. Ist die gratis? Ich weiß gar nicht, aber so wird auch die schon. Was ist drin? Wieder Münzen, alles klar. Ein paar Punkte haben wir bekommen. Aber ich denke mal, hier am Anfang wird man so zugeschüttet mit Punkte. Einfordern. Freigeschaltet Nita. Nita, 1 von 10 Brawlern Meilenstein. Alles klar, wir haben einen neuen Brawler bekommen. Wollen wir den ausrüsten? Ich weiß noch nicht wie. Wir müssen mal gucken. Wähle einen neuen Brawler aus, indem du hier tippst. Alles klar. Siehst du, wird uns alles erklärt. Ich brauche ja gar nicht auswählen. Gratis Shop? Hä, was denn? Gratis Belohnung auf die Tippe hier. Okay, machen wir. Eine Gratis Belohnung. Danke. Gratis. Upgrade verfügbar. Gut, dann haben wir das. Spiel. Jetzt haben wir einen neuen Brawler und den werden wir jetzt benutzen zum Spielen. Dann schauen wir mal, ob der besser ist. Vielleicht hat er neue Fähigkeiten oder sie, keine Ahnung. Werden wir sehen. Ja, mein Leben ist gleich erstmal wieder kurz vorm nach dem Anfang. Total im Arsch. Aber man regeneriert sich ja jetzt zum Glück. Das ist der Vorteil an der ganzen Sache. Oh, habe ich ihn beschworen oder was? Aber gestorben bin ich trotzdem. So wie es aussieht, kann ich hier so einen Bären beschwören. Nicht schlecht, alles klar. Der ist meiner. Danke. Ich will noch mehr haben. Ach, da ist einer. Nice. Achso, der ist noch. Alles klar, wenn man also neu respawnt, dann ist man erstmal noch unsichtbar für eine kurze Zeit. Damit man erstmal ins Spiel reinkommt. Glaube ich. Das war so klar, oder? So, der ist aber meiner. Am liebsten würde ich schneller laufen, aber irgendwie ist es gar nicht durch. Leider nicht, leider nicht. Ich sammle bloß ein, alle anderen machen das schon. Aber ich sterbe immer so schnell, Alter. Da sind gleich die ganzen Kristalle wieder weg, ja? Heftig. So, komm mal mit. Ach, der macht sein eigenes Ding, wa? Sieht böse aus. Rotes Team Countdown. Wir sind blaues, glaube ich, ne? Das ist schlecht. Ey, er wurde überfahren oder was war das gerade? Nice, alles meins, alles meins, alles meins. Gib her, gib her, gib her. Nein, scheiße. Ich hätte noch wegrennen sollen. Dann hätten wir nämlich die meisten Kristalle gehabt, glaube ich. So. Ah, den sammeln wir uns da noch. Wenn der Zug durch ist, jetzt. Danke. Brawl vorbei. Schade, diesmal wurde es eine Niederlage, aber damit kann ich umgehen. Power 1. Okay. Dann gehen wir auch weiter und dann würde ich sagen, ja, machen wir einfach noch eine Folge davon. Aber diese hier verlassen wir einfach. Also, schönen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Video von dem Test. Klar. Bis dahin. Ciao.